Wahnsinnsbeitrag eben, oder? Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele verschiedene Gewindemuffen im Baumarkt gibt. Reduziermuffen, Sechskantmuffen, Muffennippel. Armin, du hast bestimmt auch schon Muffensausen, oder? Nein, Dumbo, natürlich nicht. Wo denkst du hin? Ach, wenn ich das manchmal nur wüsste. Armin, was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht? Mein Auto. Dein Auto? Richtig, denn das Auto ist eine wahre Fundgruben für ein richtig nahrhaftes Resteessen. Ja, Wahnsinn, oder? Was gibt's denn heute Schönes? Kotelettflügel? Das ist mein 1985er Ford Granada. Wahnsinn, mit dem fährst du bestimmt immer gern Ford, Armin, oder? Richtig. Heute zaubern mir Leckeres aus Dingen, die mir unterm Beifahrersitz findet. Ingo, reich mir mal die Sachen da rechts. Gerne. Wo denn? Rechts, das ist links. Ach, ich Blödel, das verwechsel ich auch immer beim Schuhanziehen. Folgendes habe ich unter meinem Beifahrersitz gefunden. Ein Beefy-Endstück, ein paar Hamburger Brötle, ein Rest Frostschutzmittel und das hier, von dem ich noch nicht weiß, ob's eine verschimmelte Erdbeere ist oder eine tote Maus. Ja, eine Erdbeere ist es nicht. Alte Rostlauben haben einen riesen Vorteil. In ihnen herrscht immer eine gewisse Grundfeuchtigkeit. Deswegen kann man auch die alten Fußmatten rollen und herrlich ausfringen. Und dann kriegt man richtig aromatische Vinaigrette. Das schlägt wahrscheinlich auch gar nicht auf die Hüften, Armin, oder? Nein, auf den Magen. Aber die gewaltige Diarrhoe wirkt reinigend. Da zieht sie auf links, da reißt ihn die Rosette. Guten Appetit. Danke. Switch.